Frau Bundeskanzlerin, traditionell trifft sich zu Beginn eines neuen Jahres der Bundesvorstand. Welche Themen sind für die CDU 2014 auf der Agenda? Ja, im ersten Halbjahr natürlich die Europawahl und die insgesamt in Deutschland 10 für uns 9 Kommunalwahlen. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Danach folgen 3 Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, sodass wir wieder ein sehr wahlintensives Jahr haben, nachdem wir die Bundestagswahl nun gerade hinter uns haben. Und das Thema Europa bewegt natürlich die Menschen sehr. Wir wissen, Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es auch Europa gut geht. Aber wir müssen wettbewerbsfähig sein, wir müssen für Arbeitsplätze eintreten. Und das wird uns hier heute beschäftigen und dann natürlich die Spitzenkandidatur für den deutschen Spitzenkandidaten David McAllister. Sie haben die Europawahl gerade angesprochen. Mit welchen Themen wollen Sie punkten? Mit welchen Schwerpunkten will die CDU setzen? Wir werden damit punkten, dass Europa bürgernah sein muss. Das heißt, es muss das in Brüssel entschieden werden, was in Brüssel besser entschieden werden kann. Aber es muss das, was vor Ort besser entschieden werden kann, auch vor Ort entschieden werden. Wir werden sagen, wir müssen für Dinge wie Klimaschutz, wie Außenpolitik, brauchen wir dringend Europa. Aber wenn es darum geht, wie bestimmte Normen gesetzt werden, dann sind wir der Meinung, brauchen wir Europa nicht direkt, sondern dann muss man auch vor Ort nah bei den Menschen entscheiden können. Sie haben es gesagt, es wird ein ereignisreiches Wahljahr, mehrere Landtags- und Kommunalwahlen. Welche Themen oder mit welchen Themen wollen Sie die Bürger erreichen? Wir haben ja gerade bei den Kommunalwahlen die Situation, dass vieles im Leben der Menschen sich vor Ort abspielt. Deshalb hat die Bundesregierung und die CDU sich immer dafür eingesetzt, dass die Kommunen entlastet werden. Wer will noch in einem kommunalen Parlament tätig sein, oft ehrenamtlich, wenn man eigentlich gar nichts zu entscheiden hat, sondern nur den Mangel verwalten kann? Wir werden uns mit den Themen Migration, Asylbewerber, Flüchtlinge beschäftigen, auch über die Frage, wie können wir die Freizügigkeit von Arbeitskräften in Europa gewährleisten und trotzdem den falschen Zustrom in soziale Sicherungssysteme stoppen? Hier werden wir auch noch eine ganze Menge Arbeit haben. Also das Leben der Menschen vor Ort so gestalten, dass entschieden werden kann, wie soll meine Heimat aussehen. Viel Arbeit mit hoffentlich guter Gesundheit. Vielen herzlichen Dank. Ja, da müssen wir noch arbeiten. Aber Sie sind ja auf dem besten Weg. Ich bin auf dem besten Weg. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.